Nun, ich hatte 25 Jahre den Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Fernuni in Hagen, vorher 5 Jahre an der Universität Kiel. Dort war ich einer der ersten Professoren im deutschen Sprachraum mit dem Arbeitsschwerpunkt Ökonometrie. Vorher 6 Jahre TU München, dort zweiten Doktorgrad und Habilitation. Vorher 4 Jahre USA, Ausbildung, Zweitstudium und dann PhD, also ersten Doktorgrad und Ausbildung im Bereich Ökonometrie. Genau in dem Bereich, in dem es dann 1969 den ersten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft gab an Ragnar Frisch Oslo und Jan Tinbergen Niederlanden. So, das ist mein Werdegang sozusagen. Wie kam ich dann in die Energiesache hinein? Nun, vor allen Dingen als Stipendiat des bischöflichen Studienförderungswerks, Cusanuswerk, habe ich gelernt, dass wir uns als Wissenschaftler nicht nur im Elfenbeinturm rumtummeln dürfen. Wir müssen uns einmischen in das, was in Wirtschaft und Gesellschaft und Politik und so weiter passiert. Ja, und dann vor fast genau 25 Jahren gab es das Unglück in Tschernobyl. Und dann habe ich bald angefangen, an meinem Lehrstuhl ein Forschungsprojekt zu initiieren, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Europäischen Union finanziert wurde. Ein Modell, das in Karlsruhe konstruiert worden war, ein lineares Optimierungsmodell, haben wir erweitert um Prozesse für erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien, Sonne, Wind, Wasser, von Raumenergie oder dergleichen hatte ich noch keine Ahnung. Und ich hatte dann einige Jahre Physiker, Ingenieure, Betriebswirte und so weiter an meinem Lehrstuhl arbeiten. Und wir haben da ein schon großes Modell noch erweitert um diese erneuerbaren Energien, aber ohne Raumenergie. Und der damalige Großrechner der Fernuniversität Hagen hat zwischen 11 und 15 Stunden gebraucht, um eine einzige Lösung zu errechnen für den optimalen Energiemix. Damals für Westdeutschland, Bundesrepublik Deutschland West also. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass ein Großrechner so lange brauchte, um sowas zu machen. Ja, so kam ich also in eine Energiesache hinein, aber wie gesagt, von Raumenergie hatte ich noch keine Ahnung. Dann erfuhr ich im Frühjahr 1993, dass es in Kassel, bei Kassel, einen Ingenieur, Physiker gibt, der ein Gerät entwickelt hat, das mehr Energie abgibt, als es aufnimmt. Perpetuum mobile oder so. Ich bin kein Physiker, werde in diesem Leben auch keiner mehr, verstand damals von Physik nichts und heute auch im Grunde nicht, aber fuhr trotzdem dann mit 2 Studierenden der Ingenieurwissenschaften hin, nach Kassel, bei Kassel, in einer Autobahnraststätte. Dort haben wir dieses Gerät vorgeführt bekommen. Der Erfinder, der nicht namentlich genannt werden will, ließ uns nicht in sein Labor. Er sagte, er sei bereits in seinem Mercedes überfallen, bewusstlos geschlagen worden und man habe die Unterlagen geraubt. Also wir durften nur in die Autobahnraststätte kommen. Na, immerhin, ich habe das Gerät gesehen. Und ich habe dann von dort an Informationen gesammelt rund um die Welt. Ich war bei wissenschaftlichen Konferenzen rund um die Welt, von Japan bis Kanada und USA, viel in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten, auch in Forschungsinstituten. Und wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass es diese Raumenergie gibt und dass wir sie nutzen können, wenn wir wollen, dann wäre ich heute nicht hier. Dann wäre ich jetzt schon 10 Jahre im Ruhestand, emeritierter Professor und nicht im Unruhestand. Aber ich freue mich, dass ich im Unruhestand so aktiv sein kann und diese Sache machen kann. Nun, ich sammelte also Informationen rund um die Welt und bin absolut überzeugt, dass diese Sache funktionieren kann, wenn genügend Menschen sich einsetzen. Die schon drin sind in der Sache, meine Bitte, werden Sie noch aktiver, als Sie schon sind. Gewinnen Sie andere Leute mitzumachen. Gewinnen Sie Leute, die auch die finanzielle Seite unterstützen können. Solange es keine öffentlichen Mittel gibt, ist es besonders wichtig, dass wir private Mittel bekommen von Stiftern und so weiter. Von Spendern, da kann man enorm viel Gutes tun, ohne allzu große Summen anzufangen. Also werden Sie aktiv auf diesem Gebiet. Nun, zur Einleitung und Übersicht 4 meiner Prognosen und Thesen. Erstens, die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, die bereits läuft,
kann sehr verstärkt und beschleunigt werden durch die sehr konkurrenzfähige erneuerbare Energie Raumenergie, die auch Äther, Vakuum, Feldenergie, Nullpunktenergie, Neutrinos genannt wird. Also kann sehr, sehr verstärkt und beschleunigt werden, die Energiewende, dass wir rauskommen aus vielen Sackgassen im heutigen Energie- und Umweltbereich. Die Raumenergie, die ist eben immer verfügbar, 24 Stunden am Tag und 365 Tage pro Jahr. Und das erfordert praktisch keine Energiespeicherung. Die Raumenergie ist überall verfügbar, nicht nur immer verfügbar, sondern überall. Und das ermöglicht eine dezentrale und autonome Energieversorgung. Zweitens, die wahrscheinlich größte technische Revolution in der Geschichte der Menschheit, nämlich der Übergang ins Raumenergiezeitalter, kann schon bald beginnen. Größte technische Revolution in der Geschichte der Menschheit kann schon bald beginnen. Aber wir müssen aktiv werden, wir müssen uns einsetzen, viel mehr müssen sich einsetzen. Drittens, der Übergang ins Raumenergiezeitalter mit der weit verbreiteten Einführung der menschen- und umweltfreundlichen Raumenergietechnik, RET, kann umso schneller erfolgen, je mehr Menschen sich mit Nachdruck einsetzen. Und viertens, die weit verbreitete Raumenergieanwendung wird zu einem neuen Kondratiev-Zyklus führen, was viel mehr ist als ein Konjunkturzyklus. Und das wird helfen, die Wirtschaftskrise zu überwinden und weltweit im Energiebereich und darüber hinaus Nachhaltigkeit zu erreichen. Kondratiev-Zyklus, ja, was ist das? Viel mehr als ein Konjunkturzyklus. Der erste Kondratiev-Zyklus kam um 1810, 1820 mit der Einführung der Dampfmaschine. Der zweite 1830, 1850, Einführung der Eisenbahn und Förderung der Stahlindustrie und so weiter. Dann kam die Elektroindustrie, Einführung der Elektrizität 1880, 90 und die chemische Industrie wurde dabei sehr stark gefördert. Um 1920, 30 rum dann Autos und Flugzeuge. Und ab 1950 der fünfte Kondratiev-Zyklus, die Informationstechnik, Computer und alles, was dazugehört. Und jetzt der nächste Kondratiev-Zyklus könnte sein, nach der bisherigen Sichtweise, ja, eine neue Sicht der Lebensweise, gesünderes Leben im Einklang mit der Natur, neue Medizin, weniger Gutes tun für die Pharmakonzerne und so weiter, mehr für Natur und Mensch und so weiter. Also kann sich sehr viel tun, wenn zu viel zusätzlich tun, wenn die Raumenergietechnik kommt. Und das könnte eben dann die ganze Energiewirtschaft umkrempeln. Neuer Kondratiev-Zyklus. Autonome Energiegewinnung, ja, was heißt autonom? Laut Lexikon bedeutet das aus dem Griechischen stammende Wort autonom, selbstständig, unabhängig, eigengesetzlich. Ein autonomer Energieverbraucher kann selbst entscheiden, welche Energiequelle er nutzt und welche Energietechnik er dafür verwendet. Ein autonomer Energieproduzent kann selbst entscheiden, welche Energiequelle er nutzt und welche Energietechnik er dafür verwendet. Unterschiede zwischen dem Autonomiegrad verschiedener Energieträger bezogen auf den Verbraucher oder Nutzer. Erstens, beim AKW gibt es keinerlei Autonomie für den Verbraucher. Du kannst nur alles hinnehmen, einschließlich Tschernobyl und Fukushima. Zweitens, Kohle, Erdöl, Erdgas. Es gibt kaum Autonomie für den Verbraucher. Hat der Verbraucher praktisch nichts zu wählen. Drittens, erneuerbare Energien, Sonne, Wind, Wasser und so weiter ohne Raumenergie. Der Autonomiegrad in dieser Gruppe variiert sehr stark. Er ist in der Regel viel größer als in den Gruppen 1 und 2. Also erneuerbare Energien, Sonne, Wind, Wasser. Da gibt es schon mehr Autonomie für den Verbraucher. Viertens, die Raumenergie bietet die größten Vorteile, unter anderem aufgrund folgender Kriterien. Der Energieverbraucher kann am ehesten selbst entscheiden, welche Raumenergietechnik er nutzt, welches Gerät er in den Keller seines Hauses stellt, in den Wohnblock, in die Fabrik. Minimale direkte und indirekte Kosten des Energieverbrauchs. Die Sonne scheint zwar auch umsonst, der Wind weht auch umsonst und diese Raumenergie ist auch umsonst verfügbar, aber nur die Raumenergie ist immer und überall verfügbar, daher dann minimale Kosten in dieser Hinsicht. Minimale direkte und indirekte Kosten des Energieverbrauchs. Man braucht bei der Raumenergietechnik
nichts oder nicht viel zu speichern, nichts zu speichern, nicht viel zu speichern im Vergleich zu Wind und Sonne. Minimale Belastung von Mensch und Umwelt, am wenigsten Einschränkung der Nachhaltigkeit. Nun, die Raumenergietechnik ist wahrscheinlich die größte technische Revolution in der Geschichte der Menschheit, wie ich schon gesagt habe. Sie wird weltweit der vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung werden und wir müssen ihn voll Freude gehen. Kondratjew-Zyklus kann bald beginnen und das ist viel mehr als ein Konjunkturaufschwung und wir werden an vielen Stellen helfen können, aus der Weltwirtschaftskrise herauszukommen, die vermutlich noch ein ganzes Stück schlimmer wird, als sie bisher ist. Dann ein Paradigmenwechsel kann kommen, ein erweitertes Weltbild. Die materialistische Sicht der Dinge können wir leichter ergänzen um geistige Aspekte. Und das wird Hilfe zur Nachhaltigkeit geben. Wie stark ist denn heute die materialistische Sicht der Dinge? Enorm stark. Und ich glaube, diese neue Energietechnik, dieser Übergang ins Raumenergiezeitalter wird vielen Menschen Augen und Ohren öffnen, sodass sie die materialistische Sicht der Dinge überwinden und mehr hinkommen zu geistigen Aspekten. Nun Synonyme für Raumenergie: Neutrinoenergie, Ätherenergie, Vakuumfeldenergie, Nullpunktenergie, Schwerkraftfeldenergie, kosmische Energie, Orgonenergie und freie Energie. Ich finde, Energie ist ein relativ ungünstiger Name, denn auch die Sonne scheint umsonst und trotzdem kriegen wir die Solarenergie nicht umsonst und beim Wind ist es ähnlich. Naja, die theoretische Fundierung von Raumenergie und Raumenergietechnik ist extrem wichtig, weil dann ein Gerät, das die Raumenergie nutzt, kein Perpetuum mobile ist. Wenn wir also theoretische Fundierung haben, dann gibt es kein Perpetuum mobile sozusagen, dann kann man uns nicht als Spinner und Idioten betrachten. Am besten ist es sicher zu wissen, woher die Energie kommt. Bei der Photovoltaikzelle weiß man, die Energie kommt von der Sonne. Sobald die Sonne aufhört zu scheinen, hört die Photovoltaikzelle auf, Strom zu erzeugen. Beim Windrad ist es ähnlich. Sobald der Wind aufhört zu wehen, gibt es keinen Strom mehr. Und die Theorien helfen bei der Entwicklung und Optimierung von Geräten, aber es scheint auch Erfinder und so weiter zu geben, die rein experimentell oder fast rein experimentell arbeiten. Warum nicht, wenn sie was vorwärts bringen? Aber dann eben Zusammenarbeit, das Geheimnis des Erfolges liegt in der Zusammenarbeit. Wie ich schon sagte, um was auf den Markt zu bringen in großer Stückzahl, braucht man gewöhnlich ein ganzes Team. Die tüchtigsten Menschen schaffen es allein nicht. Harte Fakten in Form funktionierender RE-Geräte sind noch wichtiger als Theorien. Viele Hinweise auf theoretische und experimentelle Grundlagen von Raumenergietechnik finden. Bitte? Ich dachte, mich würde jemand ansprechen. Viele Hinweise auf theoretische und experimentelle Grundlagen von Raumenergietechnik findet man im Kapitel 3 meines Buches. Mein Buch liegt hinten auch aus auf dem Bücherstand. Raumenergietechnik, weltweit der vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung, vor 3 Jahren erschienen beim Michaels Verlag in Peiting in Oberbayern. Nun zum Äther. Im 19. Jahrhundert herrschte die Vorstellung eines allgegenwärtigen Stoffes als Träger der Lichtwellen. Und durch die spezielle Relativitätstheorie wurde sie angeblich widerlegt. Dann Albert Einstein, der von 1879 bis 1955 gelebt hat, lehrte in jüngeren Jahren, es gibt keinen Äther. Und später sagte er, es gibt den Äther. Über den Äther gibt es mehrere widersprüchliche, zum Teil widersprüchliche Theorien, ähnlich wie über andere Synonyme der Raumenergie. Werner Heisenberg hat mal gesagt, als es um diese neuen Energiesachen ging, das müssen Außenseiter machen, wir Wissenschaftsidioten schaffen das nicht. Und wir Wissenschaftsidioten schaffen das nicht. Und ich glaube, der hatte an vielen Stellen recht. In letzter Zeit wurde als Energiequelle besonders intensiv erforscht Neutrinos. Und ein führender Neutrinoforscher im deutschen Sprachraum ist Professor Meil, der ist auch hier und wird vortragen. Frühere andere Neutrinoforscher sind unter anderem Wolfgang Pauli,
der in den 1930er Jahren vor allen Dingen daran gearbeitet hat, den Nobelpreis 1945 bekommen hat. Dann Kauernen, Friedrich Reins, 1956 größere Veröffentlichungen gemacht darüber. Und den Nobelpreis hat Reins erhalten 1995. Dann Masatoshi Koshiba aus Japan und Raymond Davis Jr., USA, haben den Nobelpreis 2002 bekommen. Also mir ist wichtig hier, dass es schon Nobelpreise gibt für Wissenschaftler, die an der Basis, theoretischen Basis der Raumenergietechnik gearbeitet haben. Das ist mir sehr wichtig. Also wir sind gar nicht so weit weg eigentlich von der traditionellen Wissenschaft, wie wir gewöhnlich glauben. Harte Fakten über Raumenergie und Raumenergietechnik. Es gibt Theorien, die belegen, dass die Raumenergie existiert und genutzt werden kann. Es gibt experimentelle Bestätigungen und Patente, sogar vom sehr strengen US-Patentamt. Es gibt seit Jahren Berichte über funktionierende Raumenergiegeräte. Wie schon gesagt, ich sammle seit 1993 Informationen darüber, jetzt also 18 Jahre. Und ich habe den Eindruck, ich bin überzeugt, dass die Entwicklung sich enorm beschleunigt hat. Was sich früher in 5 Jahren getan hat, tut sich heute in einem Jahr und so weiter. Sie sehen das im Programm dieses Kongresses hier und Sie sehen das, wenn Sie das Netzjournal anschauen oder das DVR-Info. Es tut sich enorm viel, Gott sei Dank. Ja, die Offenlegung von geheimbehaltener Information im militärischen Bereich der USA wäre sehr hilfreich. Ich werde darüber später noch ein bisschen mehr sagen. Ich bin überzeugt, selbst wenn alle Informationen, die wir heute im privaten Bereich haben, also mit dem, was wir immer hören und lesen und so weiter, wenn das alles falsch wäre oder wenn es das alles nicht gäbe, könnten wir zu einer weit verbreiteten Anwendung der Raumenergietechnik kommen, wenn wir im militärischen Bereich vorhandene, bisher meist geheim gehaltene Informationen öffentlich machen würden. Es gibt ganze Bücher über die Geheimhaltung, Offenlegung von geheim gehaltener Information. Darüber ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Sogar US-Präsidenten haben sich beschwert darüber, dass vieles im militärischen Bereich gemacht wird, geheim gehalten wird, außer jeder parlamentarischen Kontrolle. In welcher Demokratie leben wir denn sozusagen? Ja? Ja. Es gibt Verfahren zur Transmutation. Man kann radioaktive Abfälle unschädlich machen oder neue Werkstoffe schaffen. Darüber finden Sie auch mehr Informationen in meinem Buch. Wir könnten sicher Verfahren entwickeln, um Radioaktivität, wie sie in Tschernobyl und in Fukushima entstanden ist, um die abzubauen, dort, wo die Radioaktivität, wo das radioaktive Material heute ist. Wir müssten nicht mit Castortransporten und so weiter fahren, sondern wir könnten Geräte dorthin bringen, wo die Radioaktivität ist und Radioaktivität abbauen. Ich war in einem Labor in Sarasota, Florida, 1997, 99 etwa, glaube ich, war es. Und dort lief gerade ein Experiment zum Abbau von radioaktivem Material. Es war im Labor von Jim Patterson in Sarasota, Florida. Und es war das Fernsehen dabei, so bei uns erstes, zweites Fernsehen. Es herrschte gerade große Spannung. Was ging los? Was ging vor sich? Es wurde radioaktives Material abgebaut in einem Experiment innerhalb einer Stunde von Uraniumnitrat. In einer Stunde etwa 50% und in ein paar Stunden bis 90-95% ist man hochgekommen. Solche Verfahren ließen sich sicher entwickeln, um radioaktive Abfälle unschädlich zu machen. Und man könnte dann wohl auch neue Werkstoffe schaffen. Und das wäre auch wichtig, denn an vielen Stellen dürfte in einigen Jahrzehnten, in einigen Jahrhunderten, dürften die Vorräte an Metallen und so weiter zu Ende gehen. Was dann? Und da wäre es wichtig, eben über Transmutation was machen zu können. Viele Hinweise auf theoretische und experimentelle Grundlagen von Raumenergietechnik finden Sie im 3. Kapitel meines Buches. Im 19. Jahrhundert herrschte die Vorstellung eines allgegenwärtigen Stoffes als Träger von Lichtwellen.
durch die spezielle Relativitätslehre widerlegt. Dann der Einstein sagt in jüngeren Jahren, es gibt keinen Äther, dann später sagt er, es gibt doch welchen. Aber es gibt mehrere widersprüchliche Theorien. Zusammengefasst, die Raumenergie ist unter den erneuerbaren Energien Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Erdwärme, die wettbewerbsfähigste, das heißt die konkurrenzfähigste, deshalb die vorteilhafteste für Mensch und Natur. Und ihre weit verbreitete Nutzung mit Hilfe der Raumenergietechnik kann unter anderem helfen, aus der derzeitigen Wirtschaftskrise herauszukommen, sozusagen einen neuen Kondratjew-Zyklus zu bekommen, den kräftig zu erweitern, zu verstärken, zu verändern. Nun kurze Übersicht über weitere Hauptabschnitte meines Vortrags. Im zweiten Kapitel besonders erfolgversprechende Raumenergiegeräte. Dann drittens ökonomische und ökologische Folgen der weit verbreiteten Nutzung der Raumenergietechnik. Dann Zusammenfassung und Ausblick. Besonders erfolgversprechende Geräte. Wie viele Geräte würden wir denn brauchen, um zum Ziel zu kommen? Wenn wir an unsere Verbrennungsmotoren denken, würden wir zwei Takter, vier Takter brauchen, Einspritzer, Vergaser und so. Im Grunde würde im Extremfall ein Typ reichen. Und hier wäre es wohl ähnlich. Nun, aber es gibt viele, viele Entwicklungen, die andeuten, dass es mehr Energietechniken, Raumenergietechniken geben wird. Ein frühes Beispiel ist das Tesla-Auto von 1930 in den USA. Entschuldigung. Nikola Tesla, der von 1856 bis 1943 gelebt hat, der unter anderem die Wechselstromtechnik erfunden hat, er hat, ich glaube, um die 800 Patente, hören Sie, um die 800 Patente habe ich kürzlich gelesen. So ein Mensch, wie so einer sowas hinbekommt. Der hat die Wechselstromtechnik erfunden, machte mit Heinrich Jebens, dem Gründer und Direktor des ersten deutschen Erfinderhauses, man sagt heute Patentamtes, in Hamburg eine Probefahrt mit einem umgebauten PKW der Nobelmarke Pierce Arrow. Ein Benzinmotor und der Tank waren entfernt worden und durch einen Raumenergieantrieb ersetzt worden in diesem Pierce Arrow. Der PKW fuhr ohne Kraftstoff, hören Sie, er fuhr ohne Kraftstoff und nicht nur mal ein paar Meter, sondern von Buffalo im Staat New York zu den Niagara Falls, zu den Niagara Fällen. Und ich habe im Internet nachgeguckt, das sind 34 Kilometer. Also ein Auto, das fuhr damals ohne Sprit 34 Kilometer ohne Probleme. Ja, und wo ist das heute? Heinrich Jebens hat Notizen gemacht, die circa 70 Jahre geheim gehalten wurden. Und sie wurden veröffentlicht im Buch von Klaus Jebens, Die Urkraft aus dem Universum, im Jupiter Verlag, also bei den Schneiders, 2006 erschienen. Auch abgedruckt in meinem Buch. Nikola Teslas spätere Erfindungen wurden von der Finanzwelt nicht gefördert. Man kann auch sagen, sie wurden unterdrückt. Und darüber finden Sie sehr viel Information in dem Buch von Ellen Hodgson Brown, Der Dollar Crash im Kopf Verlag 2008. Also es ist fast nicht zu glauben, was die Finanzwelt alles unternommen hat bisher und noch vermutlich leider noch unternimmt, um neuere Entwicklungen zu verhindern. Was mit Nikola Tesla geschah, das ist heute offenkundig, kann nicht mehr sozusagen geleugnet werden. Welche Folgen hätte die finanzielle Unterstützung Teslas gehabt? Vielleicht hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Hitler war sicher auch an den Erdölvorkommen, Kohlenvorräten und so weiter, Erdgas in Russland, in der Sowjetunion interessiert. Vielleicht hätten wir gar keinen Zweiten Weltkrieg gehabt. Die Energiewende, insbesondere zur Raumenergietechnik, hätte schon stattgefunden. Wir wären heute ein ganzes Stück weiter. Viele Probleme, die wir in der Umwelt heute haben, hätten wir dann sehr wahrscheinlich nicht mehr. Wenn sich viele Menschen, nämlich Bürgerinnen und Bürger, wissenschaftlicher Techniker, Politiker,
Finanzleute, Spender, Stifter aktiv für die Raumenergietechnik einsetzen, kann Nikola Teslas Ansprache 1891 vor dem Institut der Electrical Engineers in den USA rasch Wirklichkeit werden. Also Nikola Tesla 1891, er sagte: Ehe viele Generationen vergehen, werden unsere Maschinen durch eine Kraft angetrieben werden, die an jedem Punkt des Universums verfügbar ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Menschheit ihre Energietechnik erfolgreich an das eigentliche Räderwerk der Natur angeschlossen haben wird, sagte Nikola Tesla. Der wusste, worüber er redete. Ja, und ich hoffe, es gelingt uns bald, dass wir da weiterkommen. Dann gibt es andere funktionierende Geräte bereits. Also das Tesla-Auto fuhr 1930. Dann, wo es viele Geräte gibt, die man auch auf die Raumenergietechnik, Raumenergie zurückführt, ist das Aquapol-Gerät zur Mauertrockenlegung. Es wurde von Ingenieur William Mohorn entwickelt zur Mauertrockenlegung. Es ist bereits europaweit mehr als 46.000 Mal erfolgreich eingesetzt worden. 46.000 Mal erfolgreich eingesetzt worden. Ohne Anschluss an eine Batterie oder an das Stromnetz wird ein Gebäude trockengelegt und ohne Bagger und so weiter, ohne konventionelle fremde Energie, ohne Eingriffe in die Bausubstanz, ohne Chemie und so weiter. Mohan ist auch Chef der 25 Jahre alten, ist Chef der Firma Aquapol, 25 Jahre alt, und auch Präsident der relativ neuen österreichischen Vereinigung für Raumenergie, hat schon mehrere hohe Auszeichnungen bekommen. Aquapol hat Partner bzw. Filialen in fast allen europäischen Ländern. 46.000 Geräte erfolgreich im Einsatz, so große Gebäude wie Parlamentsgebäude in Budapest, große Kirchen und Klöster und so weiter, trockengelegt, ohne Bagger und dergleichen. Und deshalb auch hohe Auszeichnungen. Ja, also funktioniert auch. Es gibt eine internationale Zentrale von Aquapol in Reichenau an der Rax in Österreich. Nun Informationsfülle über die Raumenergietechnik. Eine 92 Seiten umfassende Studie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist verfasst worden von Dr. Marco Bischoff, Dr. Thorsten Ludwig, Ludwig ist auch hier, und Andreas Mantai, drei Leute aus dem Präsidium der DVR, eine Studie über Zukunftstechnologien für nachhaltige Entwicklung, unkonventionelle Ansätze zur Energiegewinnung und Aktivierung biologischer Prozesse, erschienen als BMZ-Bericht E5001-15 in 2005. Unter www.dvr-raumenergie auch weitere Informationen zu bekommen. Und wenn ich das richtig verstehe, diese Schrift kann man kostenlos bekommen vom BMZ. Aber man muss sie, wenn es geht, schriftlich bestellen. Kann sie aber auch inzwischen an vielen Stellen im Internet runterladen. Man kann sie auch im Internet runterladen, sagt Herr Dr. Ludwig. Ja, schön. Nun, der statische elektromagnetische Generator von Tom Bären. Ein Gerät, das auch für meine Vorstellungen recht erfolgreich ist. Es hat keine beweglichen Teile, keine Kugellager, keine sich drehende Welle. Und der Over-Unity-Effekt sei 500% und mehr. Es gibt eine Patentschrift von 2002 von Tom Bärden und fünf Partnern. Tom Bärden und fünf Partner, das Geheimnis des Erfolges liegt in der Zusammenarbeit. Tom Bärden hat also nicht für sich allein gearbeitet, für sich allein hingewurschtelt, sondern mit fünf Partnern zusammengearbeitet. Und das heißt, er würde 10 bis 12 Millionen US-Dollar brauchen, um die Massenproduktion anzutreiben, zu beginnen. Aber die seien schwer zu bekommen. Es gibt da ein Buch von Bärden, Energy from the Vacuum, Concept and Principles. Und das Gerät heißt Motionless Electromagnetic Generator, MEG, bei Ginia Press in Santa Barbara, Kalifornien. Die Feldkraftmaschine von Stromgenerator und Elektromotor von Professor Heinz Wenz in Frankfurt am Main und von Professor De Avis auch in Frankfurt, Starfire Institute, Institut für interdisziplinäre und paradigmenbildende Forschung.
Es gibt eine Patentanmeldung für die Feldkraftmaschine, ca. 300 Seiten. Patentanmeldung, ca. 300 Seiten von 2004 und veröffentlicht 2005. Nun, Professor Wenz hat mal bei einem Kongress von Adolf und Inge Schneider einen Vortrag gehalten, und nach dem vor einigen Jahren. Und dann wurde er gefragt nach seinem Vortrag bei der Diskussion, was würden Sie machen oder was machen Sie, wenn es bei uns in Deutschland, in Europa Gegenwind gibt, starken Gegenwind gibt gegen solche Neuerungen. Dann sagte er so etwa, ach, das wäre nicht schlimm, wir gehen nach China, wir gehen nach Indien. Und Wenz ist schon seit Jahren sehr aktiv in China und sehr aktiv in Indien, sehr aktiv dort. Und ich habe mit Kollegen Wenz vor 2-3 Monaten telefoniert, und er sagte, dass es schon Millionen Bestellungen von Geräten gibt. Da gibt es vor allen Dingen zwei Geräte, einmal ein Verbrennungsmotor, der Sprit braucht wie bisher, aber nur noch etwa halb so viel wie normal. Halb so viel. Das würde mich nicht wundern, wenn dann Chinesen und Inder sagen, her mit dieser Maschine. Nur noch halb so viel Sprit. Und er ist auch dabei, andere Geräte zu entwickeln, die er nicht mit Raumenergie in Verbindung bringt, aber die ähnlich arbeiten wie das, was ich unter Raumenergietechnik verstehe. Da wundert es mich nicht, dass es dann Millionen Bestellungen gibt. Ich habe meine Notizzettel nicht mehr gefunden, kürzlich, wo genauer draufsteht. Es sind, ich glaube, zig Millionen, nicht nur einzelne, einzige Millionen. Also ist eine sehr bewundernswerte Angelegenheit. Nun, Tesla-Forschung in Deutschland. Professor Konstantin Meil, der auch hier noch vortragen wird, und erstes Transferzentrum und Skalarwellentechnik, viele Publikationen in deutscher Sprache, Experimentierset, Demoset, Neutrinos, Neutrino-Power, erweiterte Feldtheorie, also theoretische Entwicklungen macht er und experimentelle Entwicklungen dazu, drahtlose Energieübertragung, so wie es Nikola Tesla gemacht hat in dieser Richtung. Und meine Hoffnung ist, dass es bald gelingt, nicht nur diese Energie drahtlos zu übertragen, sondern dabei auch einzusammeln, also mehr Energie abzugeben am Ende der Übertragung, als man aufgenommen hat, mehr abzugeben, als man aufgenommen hat aus, was weiß ich, Steckdose oder Netz. Dass also Energie zusätzlich eingefangen wird. Mit einem Boot und zwei Flugzeugen wurde etwas gezeigt bei der Sonderschau, bei der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen 2008 und auch beim Maimarkt in Mannheim 2009. Ein Boot fuhr in einem Planschbecken, durchsichtiges Boot, ohne Anschluss an ein Kabel, fuhr und Flugzeuge oder ein Flugzeug drehte sich oben, flog rum, auch ohne Anschluss an das Netz. Drahtlose Energieübertragung. Raumenergiefördergesellschaft von Steffen Finger und Karl Jachulke aus der Gruppe von Meil. Viele Werke von Nikola Tesla oder über Nikola Tesla sind beim Michaels Verlag in Peiting in Oberbayern erschienen. Und es gibt mehrere Tesla-Gesellschaften. Nun, dann Turturs, 1 kW Raumenergiekonverter. Ich darf jetzt hier ganz kurz die Sache machen, weil Sie selber vortragen, Herr Turtur, morgen ja. Brauche ich also nicht viel zu sagen. Mehrere Arbeitsgruppen arbeiten am Bau des Konverters. Turtur macht alle Informationen öffentlich, also Open Source. Wäre er interessiert, nur selber viel Geld zu machen, würde er das nicht machen. Er ist interessiert am Wohl von Mensch und Natur. Gott sei Dank. Dann die EBM-Magnetmaschinen von Professor Szabo, Gamma Manager in Budapest heute. Ich werde das jetzt recht kurz machen. Das sieht auch recht erfolgversprechend aus. Nicht abgebildet ist hier ein Gerät, Leistung 15 kW, etwa sowas, was man vielleicht für ein Einfamilienhaus im Keller braucht, 15 kW, oder für ein Blockheizkraftwerk für ein paar Wohnungen zusammen oder ein kleiner Industriebetrieb, also 15 kW. Und das Gerät soll 8,5 Tonnen wiegen, stellen Sie sich vor, 8,5 Tonnen.
Nun, ich könnte sowas nicht im Keller meines Hauses aufstellen. Selbst wenn ich den Platz hätte, müsste ich Angst haben, dass sich das Haus irgendwie verzieht. Ich müsste, ja, stell mal 8,5 Tonnen in den Keller deines Hauses, Stahlbetonplatte drunter. Also ich hätte Angst, dass sich das verzieht. Man müsste wahrscheinlich einen extra Keller neben dem Haus bauen, wo man das Gerät unterbringt. Nun, das könnte ja durchaus positiv sein. Aber ein Problem sehe ich da bei den EBM-Maschinen, Magnetmaschinen eben in dem großen Gewicht. Nun hier ein Kostenvergleich. Raumenergietechnik ist der vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Gibt es Vorteile bezüglich der Kosten? Hans-Jürgen Allers aus Celle hat mir in einem Brief vom 1. März 2010 folgende Zahlen für den Strompreis mitgeteilt, auszugsweise hier dargestellt. Abgeschriebene AKWs 1,5 Cent pro Kilowattstunde, Perendes 100 kW Magnetmotor 0,93 Cent, Perendes 300 kW Magnetmotor 0,6 Cent und Jabos 50 kW EBM Magnetmaschine 0,51 Cent pro Kilowattstunde. Genesis Info war Akademie für ganzheitliche Wissenschaft und naturrichtige Technik, Hans-Ulrich Strunk in Hachenburg. Nun, die von ihm gegründete Akademie zielt vor allem auf Nutzung der Raumenergie ab, auf der Basis alter Theorien, die noch im 19. Jahrhundert in Lehrbüchern zu finden waren. Das ist jetzt, finde ich, wieder das Interessante. Heisenberg sagte ja, wir Wissenschaftsidioten schaffen das nicht. Und was ist mit der Wissenschaft los? Die hat viele alte Kenntnisse, aus, unter anderem aus altägyptischen Zeichnungen und Schriften, ignoriert sie jetzt. Früher waren sie da, man hat sie ernst genommen. Ja. In vielen, meist einfachen Experimenten wird die Richtigkeit solcher Theorien belegt. Nun, Strunk arbeitet auch zusammen mit Meister Holzbau in Kückelheim, in Eslohe, Finnentrop im Sauerland. Und könnte es auch sehr interessante Entwicklungen geben. Aber man müsste hier auch wieder finanzielle Unterstützung bieten. Eine Gruppe, die zusammenarbeitet. Einige Geräte, die den Übergang ins Raumenergiezeitalter sehr erleichtern können. Kurz, ich habe hier nur ein paar Namen erwähnt. Hier Dacor H2-Generator, dann die Joe-Zelle Wasserauto von Daniel Dingel, H2-Booster von Franchirot. In den USA soll bereits käuflich erwerbbar sein für $750. GET, Treibstoffprozessor von Paul Pantone, Gerät zur Kraftstoffeinsparung von Wilfried Fittkau und so weiter. Ja, ich will darüber jetzt nicht mehr sagen, die Zeit erlaubt es mir nicht. Ich habe auch eine Liste noch hier, die nicht auf den Vorlagen erscheint, mit etwa 30 Eintragungen. Ich bekomme fast jeden Tag zwischen 20 und 30 E-Mails und davon sind meist einige dabei, wo es heißt, da tut sich wieder was und dort tut sich was. Also viele Entwicklungen, viele interessante Entwicklungen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber ein Großteil dessen, was ich erwähnen würde, wenn ich mehr Zeit hätte, wird in anderen Vorträgen dann angesprochen oder man kann von dort aus drankommen. Es geht weiter, ökonomische und ökologische Folgen der weit verbreiteten Raumenergienutzung. Stellen Sie sich vor, wie viel würden Sie sparen, wenn es solche Raumenergietechnik bereits gäbe? Nun, Kraftstoffkosten, ein Beispiel, ich habe noch mit billigem Kraftstoff gerechnet, 1500 Euro im Jahr mindestens, heute sind sie ja 2000 oder 2500. Dann Kosten von Heizöl und Erdgas für die Heizung eines Einfamilienhauses mindestens 1.000 Euro und Kosten des elektrischen Stroms auch mindestens 1.000 Euro, insgesamt also 3.500 Euro im Jahr für eine Familie. Und solche Einsparungen erzeugen Druck auf Entscheidungsträger, Raumenergietechnik einzuführen. Wer würde heute noch mit dem traditionellen Auto fahren und so weiter, wenn es was anderes auch gäbe? Nun, Einsparungen von Rohstoffen gäbe es auch, bei Metallen und Kunststoffen. Vergleich hier traditionelle Energieformen, zum Beispiel der Brennwertkessel in Ihrem Haus, im Keller Ihres Hauses, ohne erneuerbare Energien, also noch keine Solar- oder Windenergie dazu, mit traditionellen Energieformen, einschließlich erneuerbare Energien. Wenn wir
Solarkollektoren aufs Dach machen oder Photovoltaikzellen, steigt der Aufwand an Metallen und Kunststoffen kräftig, vielleicht um 50% oder 100%. Die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, du musst immer noch eine Menge speichern dazu. Und das kostet eine Menge Aufwand an begrenzt verfügbaren Rohstoffen wie Metallen und Kunststoffen. Dann, wenn wir vergleichen die Raumenergienutzung mit traditionellen Energieformen, Brennwertkessel ohne erneuerbare Energien, dann gibt es eine starke Verringerung des Aufwandes. Brennwertkessel im Haus des Kellers und dann kommt der neue Antrieb in den Keller meines Hauses. Und ich vermute, dass da der Aufwand an begrenzt verfügbaren Rohstoffen auf 50% oder gar noch darunter absinkt. Vergleich der Raumenergienutzung mit traditionellen Energieformen einschließlich erneuerbarer Energien, zum Beispiel Brennwertkessel im Keller und Kollektoren oder Photovoltaik auf dem Dach. Also ich habe Brennwertkessel im Keller und Kollektoren auf dem Dach. Und wie würde das ausschauen, wenn ich da umstelle auf Raumenergieantrieb? Nun, ich vermute, dass ich dann runterkäme auf 20% oder 30% des bisherigen Aufwands an begrenzt verfügbaren Rohstoffen. Nun, wir haben hier einen riesengroßen Forschungsbedarf. Insbesondere brauchen wir Lebenszyklusanalysen. Weitere Einsparungen infolge von Raumenergienutzung. Ja, direkte und indirekte Effekte gibt es, die meisten sind nur schwer quantifizierbar. Einige Beispiele: Produktion von Gütern allgemein. Der Strom für Antriebe von Maschinen und für Heizung erfordert keinen Kraftstoff mehr. Das geht also ohne Kraftstoff. Und diese Geräte arbeiten eben 24 Stunden am Tag und jeden Tag im Jahr. Transport von Gütern mit Kühlung, ohne Kühlung, Lagerung und so weiter. Ersparnisse, Erdgas und Erdöl importierender Länder. Also wir hätten eine Menge Ersparnis, wenn wir so Raumenergietechnik weit verbreitet nutzen würden. Wir müssten nicht mehr Erdöl und Erdgas importieren oder Kohle importieren. Es herrscht ein riesiger Forschungsbedarf. Die Technikfolgenabschätzung ist zu machen. Also wir brauchen da dringend die Einbindung der Wissenschaft, der Wissenschaftsidioten. Die müssen sich öffnen, müssen ihre Scheuklappen ablegen oder zumindest weitersetzen, dass sie mehr sehen wieder. Auch die sozialen Kosten sollte man berücksichtigen, damit man also richtig rechnet, nicht falsch rechnet. Wirtschaftsforschungsinstitute und andere Institute müssen wir gewinnen, mitzumachen. Wir müssen mit ökonometrischen Modellen, Aktivitätsanalysemodellen und Leontiefschen Input-Output-Modellen arbeiten, damit wir dann nicht nur schwätzen über Zusammenhänge, sondern die Zusammenhänge auch quantifizieren können. Wir können durch Raumenergienutzung Nachhaltigkeit im Energiebereich und darüber hinaus erreichen. Nachhaltige Energieversorgung weltweit. Wir sind dann nicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten oder wenn es lang dauert, ein Jahrhundert, am Ende der Vorräte, am Ende mit den Vorräten. Die Umweltbelastung klimaschädlicher Gase aus der Verbrennung von Kraftstoffen sinkt auf null. Restbestände von Erdöl, Erdgas und so weiter können aufgehoben werden als Input für die chemische Industrie. Durch Transmutationsverfahren können Altlasten beseitigt und neue Werkstoffe gewonnen werden. Und ein neues Paradigma wird auch Reformen in anderen Bereichen erleichtern. Wie schon gesagt, ich glaube, man wird da eine Menge Augen öffnen. Es werden uns die Augen geöffnet, die Ohren für neue Dinge. Was heißt neue Dinge? Dinge, die wir in den letzten Jahrzehnten, ja vielleicht Jahrhunderten wieder übersehen haben, so hin zur geistigen Seite. Nun, es gibt einen riesigen Gestaltungsbedarf für den Gesetzgeber. Zwei Beispiele, die Kilometer- und die Kilowattstundensteuer als wichtige Instrumente der Politik. Kilometersteuer. Raumantriebe in Fahrzeugen sind vergleichbar mit einem Benzinpreis von 0 Euro. Stellen Sie sich vor, Sie könnten von heute an tanken an jeder Tankstelle, ohne zahlen zu müssen. Der Sprit kostet nichts mehr zum Beispiel. Welche Folge hätte das? Nun, es würde eine ganze Menge schneller gefahren. Die optimale Geschwindigkeit der Raser würde dann von 150 auf 180 Kilometer pro Stunde ansteigen. Oder von 80 auf 120 oder so. Also wir könnten noch mehr rasen als so. Und wir könnten noch viel mehr fahren. Die optimale jährliche Fahrleistung würde noch steigen von 10.000 auf 15.000 oder 20.000 Kilometer. Es gäbe noch mehr Staus und so weiter, noch mehr Unfälle. Stellen Sie sich das vor, welche Folgen das hätte. Dann
Die Mineraliensteuereinnahmen des Staates, die würden sinken. Der Finanzminister würde nicht jubeln, wenn er auf einmal keine Mineraliensteuer mehr bekommen würde. In Deutschland hatten wir 2005 um die 40 Milliarden plus 12 bis 5 Milliarden Euro Mehrwertsteuer, also 52 bis 55 Milliarden Euro Einnahmen, Staatseinnahmen. Und wahrscheinlich sind das heute 60, 65 Milliarden. Wir müssten eine Kilometersteuer einführen als Ersatz für das bisherige System. Und das wäre möglich, ohne Probleme möglich, mit einem plombierten Zähler, mit einem elektronischen Verkehrssteuerungs- oder Mautsystem. Man könnte die Nachteile vermeiden, man könnte soziale Aspekte einbauen. Arme Leute könnten mit weniger Kilometersteuer fahren dürfen als andere, wohlhabendere. Dann regionale und wirtschaftspolitische Ziele könnte man verwirklichen. Steuerung des Autoverkehrs in Ballungszentren und zu Stoßzeiten. In Ballungszentren höhere Steuer, zu Stoßzeiten auch höhere Steuern als sonst. Und das gäbe wieder Steuereinnahmen des Staates als Ersatz für die weggefallene Mineralölsteuer. Dann als zweites Beispiel die Kilowattstundensteuer für Bauten, Leben mit der Sonne. Stellen Sie sich vor, die Heizung im Keller Ihres Hauses läuft umsonst. Sie haben ein Gerät stehen und das läuft und läuft, aber es verbraucht kein Erdgas, verbraucht keinen Strom, der von auswärts herkommt, extra bezahlt werden muss, verbraucht kein Erdgas, kein Heizöl. Nun, dann besteht die Gefahr schlecht isolierter Bauweise. Im Winter wird ständig geheizt und im Sommer wird ständig gekühlt und Lärm produziert durch die Klimaanlage. In den USA verbrauchen 5% der Weltbevölkerung 25% des Weltenergieverbrauchs. Stellen Sie sich das vor, 5% der Weltbevölkerung, 25%. Nun, das erinnert mich an meine Studentenzeit in den USA von 61 bis 65. Ich hatte zum Teil einige Zeit ein Büro in einer Baracke und im Sommer lief ständig die Klimaanlage. Im Winter wurde geheizt, geheizt und nochmal geheizt. Und ja, also wir müssten was machen, damit dann die neuen Bauten nicht, was weiß ich, schlecht isoliert sind, dass sie kein gesundes Leben ermöglichen. Wir müssten ein gesundes Leben so planen, dass wir ein gesundes Leben mit der Sonne haben. Und da, solares Bauen, kann man sagen, und da gibt es eine Firma, die ich kenne, die Firma Trisolar von Weiblen, in Issum am Niederrhein und Dr. Werner in Aachen und Strunk-Mester in Hachenburg im Westerwald und im Sauerland in Finnentrop-Mester. Umfangreiche geänderte Vorschriften wären nötig. Die Kilowattstundensteuer, die gibt auch Staatseinnahmen, sodass der Finanzminister nicht so schlecht dran wäre. Nun Szenarien des Übergangs. Ich werde das jetzt sehr kurz machen. Szenarien des Übergangs im Transportsektor. Wassermotoren oder sonstige Raumenergiegeräte als alleiniger Antrieb. Also wir haben jetzt diese Geräte, ein Szenario, nur ohnehin zu ersetzende PKWs werden durch Raumenergie-PKWs ersetzt. 10% im Jahr rechnen wir mal einfach halber. Am Ende des zweiten Jahres sind 20% der PKW-Flotte Raumenergie-PKWs. Nach 10 Jahren gibt es nur noch Raumenergie-PKWs. Der Kraftstoffverbrauch der Pkw-Flotte sinkt jedes Jahr um 10% des ursprünglichen Verbrauchs ab. Mineralsteuereinkommen nimmt auch ab. Die durch Kraftstoffverbrauch der Pkws verursachte Umweltbelastung nimmt entsprechend ab, Gott sei Dank, jubelt Menschen. Die Nachfrage nach Erdöl für diesen Zweck geht jedes Jahr entsprechend zurück. Verwendet werden auch um einen ähnlichen Prozentsatz die Zahl der benötigten Tankstellen und die Transportleistungen für Erdöl und Ölprodukte. Nun, glauben Sie, dass da jemand jubeln würde aus dem Transportbereich? Die Nachfrage nach Transportvehikeln für Erdöl und Ölprodukte bricht schockartig zusammen. Wenn ich weiß, in 10 oder 15 Jahren brauche ich keine Tankstelle mehr in meiner Stadt, dann brauche ich auch keine Transportgeräte mehr für Öl, Benzin und so weiter zu den Tankstellen, dann bricht die Nachfrage nach solchen Geräten
schockartig zusammen. Und das kann sehr, sehr negative Auswirkungen haben auf viele Wirtschaftsbereiche, zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbau. Und ich meine, es ist am besten, dass die negativ betroffenen Wirtschaftszweige und Länder gewonnen werden in die Erforschung, Entwicklung, Produktion und so weiter von Raumenergiegeräten einzusteigen. Dazu ein Szenario, das werde ich jetzt nicht mehr bringen aus Zeitgründen. Gewinnen wir, versuchen wir, die durch die Einführung der Raumenergietechnik negativ betroffenen Wirtschaftszweige zu gewinnen, einzusteigen in die neue Technik. Wer heute gutes Geld verdient, kann es in Zukunft auch, aber eben mit neuen Produkten, mit neuen Dienstleistungen. Der Heizungstechniker, der heute den Brennwertkessel im Keller ihres Hauses installiert, der wird in Zukunft dann keinen Brennwertkessel oder Ähnliches mehr einbauen können. Aber er kann dann ein neues Gerät einbauen und damit auch wieder weiterleben, weiter wirtschaften. Und so, meine ich, müssen wir versuchen, negativ betroffene Wirtschaftszweige, Firmen und so weiter zu gewinnen, möglichst rasch zu gewinnen, mitzumachen, damit sie nicht zu Gegnern werden, sondern zu Unterstützern. Zusammenfassung und Ausblick. Ja, die Raumenergietechnik ist in ökonomischer und ökologischer Sicht der konkurrenzfähigste und deshalb vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Raumenergie ist in praktisch unbegrenzter Menge verfügbar, im Gegensatz zu Erdöl, Erdgas und Kohle, ist immer verfügbar, im Gegensatz zu Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Man muss dann weniger speichern. Es gibt einen minimalen Bedarf an begrenzt verfügbaren Rohstoffen bei Metallen, wie Metallen und Kunststoffen. Der Einsatz traditioneller erneuerbarer Energien erhöht den Aufwand kräftig. Der Einsatz von Raumenergietechnik senkt den Aufwand kräftig. Und die Raumenergie ist überall verfügbar, ermöglicht eine dezentrale Energieversorgung. Ein optimaler Zentralisierungs- oder Dezentralisierungsgrad ist zu entwickeln. Wahrscheinlich ist die Dezentralisierung optimal bis zu Wohnblöcken, Bürokomplexen, Fabriken. Also ich glaube nicht, dass es bis zur Zahnbürste und zur Küchenmaschine geht, sondern ich könnte mir vorstellen, im Keller meines Hauses habe ich so ein Gerät und das versorgt den ganzen Haushalt mit Strom und heizt dann auch. Ja, das ist meine Vermutung, aber hier ist eine Menge Forschungsbedarf zu machen. Es sind keine Überlandleitungen mehr notwendig, keine großen Trafostationen sind notwendig und das ist wichtig für Entwicklungsländer. Aber besonders wichtig für Entwicklungsländer, man muss dann nicht erst Millionen und Milliarden investieren in Großkraftwerke und in Überlandleitungen, sondern man kann sozusagen auch im armen Viertel einer Stadt, wo nur Zelte sind, kannst du Geräte aufstellen und warmes Wasser erzeugen, dass die Menschen zumindest einmal am Tag warme Nahrung bekommen. Welche Geräte? Ja, die kommen müssen. Ne? Die wollen wir wissen. Ja, ja, da kommt noch mehr bei den Vorträgen heute. Da gibt es sehr, sehr interessante Entwicklungen. Ja. Raumenergie ist für reduzierte Klima- und Umweltbelastungen durch den Energiesektor auf ein Minimum. Schon der Beginn des Übergangs ins Raumenergiezeitalter soll möglichst vorteilhaft für Mensch und Natur gestaltet werden. Schockartige Nachfrageeinbrüche gilt es zu vermeiden. Wer kauft zum Beispiel noch ein traditionell angetriebenes Auto, wenn es bereits raumenergiegetriebene Autos gibt? Ich glaube, das wäre ein Problem für die Autoindustrie. Selbst wenn die Autoindustrie bereit ist, rasch einzusteigen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die innerhalb eines Jahres total umstellen. Kann ich mir nicht gut vorstellen. Schön wäre es. Ja. Eine Hoffnung bei mir ist, dass es mit den Elektroautos gut weitergeht. Dass man dann in die Elektroautos von Daimler, die haben kürzlich eine Weltreise gemacht, 30.000 Kilometer gefahren, ohne große Probleme. Mein zweiter Sohn Martin ist Gruppenleiter dort in diesem Team. Und meine Hoffnung ist, dass man dann die Batterien in solchen Elektroautos ersetzt durch Antriebe mit Raumenergietechnik, Raumenergieantriebe. Das ist meine Hoffnung und das könnte der Autoindustrie helfen, relativ rasch umzusteigen in die neue Zeit sozusagen.
Besonders den Firmen und Verbänden der heutigen Energiewirtschaft, einschließlich erneuerbare Energien, ist dringend zu raten, sich rasch und ausführlich mit der sehr vorteilhaften Raumenergietechnik zu befassen. Nun, die Einführung der Dampfmaschine ist von den Anhängern von Isaac Newton und der British Royal Society um 100 Jahre verzögert worden. Die funktionierende Dampfmaschine vom Franzosen Papin wurde 1707 vorgeführt, dann der Papin ist in England verschwunden, wahrscheinlich wurde er umgebracht. 1807, also 100 Jahre später, führt der amerikanische Erfinder, Künstler und Diplomat Robert Fulton mit dem ersten kommerziellen Dampfschiff Clermont eine stundenlange Fahrt durch auf dem Hudson River und dazu gibt es Informationen. Nun wird auch die Einführung der Raumenergietechnik weiter verzögert. Tesla Auto fuhr schon, wie ich sagte, 1930 in den USA. Verzögerung haben wir bereits Jahre, haben wir bereits jetzt 80 Jahre. Wann kommt das Tesla Auto? Nun, öffentlich und geheim gehaltene Informationen, wie ich schon sagte, selbst wenn all die Informationen, die wir im privaten Bereich haben, nicht da wäre, wenn sie falsch wäre, könnten wir durch Freilegung geheim gehaltener Informationen zum Ziel kommen. Aber dann müssten die Banditen im militärischen Bereich, vor allen Dingen in den USA und in Russland, eben die Sachen offenlegen. Die müssten ihre verdienten, wohlverdienten Prügel bekommen. Peter Lindemann, Nexus Magazin 2001, fragt, wo in der Welt ist die ganze freie Energie? Und in vier Abschnitten beschreibt er vier Gruppen von Verhinderern. Erstens das Geldmonopol. Wenn ich keinen Strom mehr aus der Leitung brauche und kein Erdöl und kein Erdgas, dann haben große Konzerne weniger Chancen, mir mein Geld aus der Tasche zu nehmen, diese armen Schlucker. Darum sind sie dann wohl im Wesentlichen dagegen, sowas zu machen. Nationale Regierungen. Können Sie sich vorstellen, dass Putin und Medvedev in Russland jubeln würden, wenn sie kein Erdöl, kein Erdgas, keine Kohle mehr aus Russland nach Deutschland oder sonst wohin nach, im Westen exportieren könnten. Hinderer sind alle, die nicht zu den ersten drei Gruppen gehören und nichts tun. Also sie tun was, sonst wären sie nicht hier. Aber viele andere, Millionen Menschen, die nicht hier sind, die noch nichts wissen oder die was wissen und uns für Spinner und Träumer halten, die tun noch nichts, die sind dann Verhinderer. Also werden wir aktiv, damit wir etwas tun können für diese Sache. Wir müssen eine Strategie zur vorteilhaften Gestaltung des Raumenergiezeitalters entwickeln. Das Geheimnis des Erfolges liegt in der Zusammenarbeit. Und das gibt riesige Vorteile für Mensch und Natur. Ein neuer Kondratjew-Zyklus kann bald beginnen und die derzeitige Weltwirtschaftskrise kann überwunden werden. Wir müssen allerdings auch unsere Finanzkrise lösen. Und ich glaube, eine wichtige Sache wäre da, ein Trendbankensystem einzuführen. So wird es in der Wochenzeitung Neue Solidarität wieder gefordert. Ich finde das sehr wichtig, damit die Leute, die durch Spekulieren großes Geld verdienen, nicht dann ihre Verluste durch den Steuerzahler ersetzt bekommen müssen. Neuer Kondratjew-Zyklus, ja, Weltwirtschaftskrise überwinden. Vorteilhafter Paradigmenwechsel, das wäre auch wichtig. Dann weitere Informationsquellen über Raumenergie und Raumenergietechnik. Ich habe da zwei Papiere geschrieben. Einmal Neue Hoffnung für unsere Erde und zweitens Kondratjew Cycle, also New Space Energy Modality, ist im Wesentlichen die englische Version des deutschen Papiers. Eine Art Zusammenfassung von Informationen über Raumenergie, Raumenergietechnik. Können Sie über Internet bekommen, kostenlos herunterladen, mit vielen Informationsquellen, die angegeben sind. Bücher, Aufsätze, Raumenergieforscher, Zeitschriften und Organisationen. Beide, und hier ist angegeben, wo Sie die finden, dvr-raumenergie.de, Neue Hoffnung dazu, dann kommen Sie dahin. So, mein Buch hier noch kurz, wie schon gesagt, das liegt hinten auf dem Büchertisch aus. Hier noch ein paar Worte zum Aufbau des Buches. Erstens einführende Übersicht, zweitens Geräte zur Nutzung der Raumenergie, drittens Hinweise auf theoretische und experimentelle Grundlagen, viertens Offenlegung geheim gehaltener Informationen, fünftens Folgen der weit verbreiteten Nutzung der Raumenergietechnik, sechstens ergänzende Reformen für nachhaltige Entwicklung weltweit, einige Beispiele und zahlreiche Informationsquellen, Zusammenfassungen und so weiter. So, ich danke Ihnen fürs Zuhören und bin gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare. Dankeschön.